Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, wie viele Cheater du in deinen Spielen hast und was Valve gegen die Cheater aktuell so macht. Weil da gibt es ja auch viele verschiedene Meinungen und Ansichten, die mitunter extrem weit auseinandergehen. Ich hab gestern schon wieder wie so ein Achtarmiger mir einen reingeorgelt mit Gerhard. Direkt zu Anfang stelle ich die Frage, die ich gerade eben schon ausgesprochen hatte. Wie viele Cheater hast du bei dir in den Spielen? Also wie ist dein Feeling für Counter-Strike? Wie vercheatet ist es aktuell bei dir? Hast du alle x Spiele einen Cheater? Hast du in jedem Spiel Cheater oder sogar mehrere? Wie sieht es bei dir aus? Denn die Aussagen oder vielmehr die Erfahrungen der einzelnen Leute gehen hier auch sehr weit auseinander. Das liegt zum Teil natürlich daran, auf welcher Elo sie spielen und mit welchem Trust-Faktor sie spielen oder auf welchem sie stehen. Denn so ein extrem guter Trust-Faktor kann der Unterschied sein zwischen ich habe überhaupt keine Cheater zu ich bin selbst ein Cheater. Übertrieben gesagt. Zum Trust-Faktor selbst habe ich schon ein paar Videos gemacht und auch in meiner Cheater-Experiment-Playlist habe ich einige Erfahrungen sammeln können bezüglich Trust-Faktor, Non-Prime und so weiter und so fort. Prime ist auch noch eine Sache, die eigentlich selbstverständlich ist, würde ich behaupten, jeder hat Prime, also kauft sich in Counter-Strike Prime. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig ganz tief da unten im Non-Prime-Sumpf rumsumpft. Ich habe diesbezüglich diverse Experimente gemacht und sie fielen natürlich genauso aus, wie man ja, es eben erwartet. Brandneuer Steam-Account, nur mit Counter-Strike drauf, plus kein Prime, ist natürlich der schlechteste Trust-Faktor, den du haben kannst. Und in diesen Spielen hatte ich mitunter einfach 9 Cheater an der Hand, also 5 im Gegnerteam, 4 in meinem Team und ich war der einzige Legit. In diesem Experiment habe ich natürlich auch meine Accounts verglichen. Ich hatte ja dann in dem Fall 3 Stück. Einmal diesen brandneuen Schrott-Account. Also ich glaube, ich hatte ein Spiel, das war wie eine riesen Überraschung, da war kein Cheater drin und sonst war alles vollgeschissen oder zumindest zum Teil vollgeschissen mit Cheatern. Mein zweiter Account war zu der Zeit schon einige Jahre alt und recht gut in der Nutzung. Trotzdem war da ab und an mal ein Cheater mit am Start. Ich weiß die Zahlen nicht mehr. Ich behaupte jetzt einfach, dass es eine alle 10, 20 Spiele war, so plus minus. Und dann war es eben noch mein Main-Account und der hat halt im direkten Vergleich den krassesten Trust-Faktor von diesen 3 Accounts und auf dem 3. ist halt nie irgendwas vorgefallen. Beziehungsweise gegebenenfalls war mal einer dabei, den ich halt nicht bemerkt habe. Also jemand, der einen Radar-Hack anhat oder sowas und ja, es ist halt dann nicht aufgefallen. Aber auch das ist ein wichtiger Punkt, zu dem ich gleich noch komme. Um also selbst auf die gerade gestellte Frage antworten zu können, ich habe in meinen Spielen keine Cheater. Hier würde ich aber in meinem Fall, da ich ja halt Streamer und so weiter auch noch nebenbei bin, unterscheiden, dass ich natürlich Spiele habe, die ich selbst mache und Spiele, die ich mit meinen Zuschauern mache. Und die Spiele, die ich mit meinen Zuschauern mache, das sind deutlich, deutlich, deutlich mehr als die, die ich so für mich mache. Also ich sag mal im Solo-Queue. Die sind sehr, sehr selten geworden. Früher habe ich ganz viele davon gemacht, weil ich ja auch für die Aufnahmen immer wieder Matchmakings gebraucht habe. Und da war auch alles cheatfrei. Da habe ich sehr viel gespielt. Jetzt spiele ich immer noch sehr viel, aber ganz, ganz viel mit euch zusammen. Dabei muss man ja wiederum bedenken, dass der Trust-Faktor eigentlich ein bisschen zerstört wird. Trust-Faktor funktioniert leider saudämlich. Am besten, wenn du alleine spielst, weil dann orientiert sich alles an deinem Trust-Faktor. Wenn du mit anderen spielst, ist zumindest, war so damals die Info, der schlechteste Trust-Faktor der Premade-Lobby der Trust-Faktor, auf dem man dann schlussendlich spielt. Das heißt, wenn jemand einen sehr schlechten hat, spielt man auf diesem schlechten TF. Und nichtsdestotrotz sind unsere Spiele wirklich gemütlich, also clean. Man kann einfach durchspielen, wir können gut reinschwitzen, egal ob win oder lose. Es ist ganz, ganz selten, dass mal ein Verdacht kommt. Und wenn ein Verdacht kommt, hält der Meister nicht lange an. Also da sagt dann halt einfach jemand, oh, ich werde so von diesem einen dominiert, der hat wahrscheinlich an oder so. Ich versuche dann meist schon zu entschärfen und sage, ich bin ja im selben Spiel wie du. Ich spiele ja gerade auch gegen denselben Gegner und ich spüre bei dem überhaupt nichts. Und meistens ist es dann, wenn wir halt ein Mixed Game haben, da spielen dann mitunter eben, ich sag mal ganz krass, Silver und Global zusammen. Und natürlich, wenn man dann als schwächerer Spieler richtig die Nase voll bekommt, dann kann es einem eben so vorkommen, dass da was an ist, aber meistens entschärft sich das dann halt direkt noch während des Spiels, weil man dann feststellt, ah, okay, gut, ne, ich muss nur anders an den rangehen und schon kann ich den halt auch nudeln, beziehungsweise die Shots, die ich nasche, sind halt zwar fies, aber normal. Da gibt es übrigens auch einen guten Ausschnitt von Maxim. Es klingt dann fast so, als hätte er Videos von mir geschaut, weil er das ähnlich ausdrückt, wie ich es auch schon oft gesagt habe. Ich glaube hier. Kurz geht raus an Mr. Maxim, auf jeden Fall abonnieren. I will say, however, that I have been accused of cheating multiple times on Premiere. This obviously makes me wonder if a lot of people online are calling others blatant cheaters, but they are actually not cheating. Das habe ich ja in diesen Videos, die sich der Cheater in deinem Kopf und sowas nennen, ja auch schon ein paar Mal gesagt. Also wenn ich dann das Abhandeln mit den Cheater Zahlen und pipapo, komme ich dann immer darauf zu sprechen, dass die Leute, die mich oder meine Leute reporten, die uns reporten, während wir spielen, was eigentlich in jedem Stream vorkommt, das sind Leute, die einfach Legits als Cheater callen. Und das heißt, die gehen dann auch aus dem Spiel heraus, nachdem sie gegen uns gespielt haben und sagen, scheiße, überall Cheater. Dabei waren da halt keine, das waren einfach wir. Und ich gebe zu, wenn wir unsere Mixed Games machen, kann es nun mal sein,
dass nicht nur wir krasse Shots naschen, sondern dass halt auch mal die anderen von uns überfahren werden. Mit einem, keine Ahnung, 13-2 oder sowas. Und gerade bei Low-Elo-Spielern heißt es halt dann schnell, ah ja, die haben an. Die treffen ja immer nur in den Kopf oder die schießen durch die Smoke und treffen mich und hin und her. Und dann heißt es halt schnell, oh, der hat an. Und genau das. Cheating multiple times on Premiere. This obviously makes me wonder if a lot of people online are calling others blatant cheaters, but they are actually not cheating. Ist ja der Hauptgrund für diese Videos, die ich schon gemacht habe, der Cheater in deinem Kopf, weil es gibt dieses sehr große Cheater-Problem ja tatsächlich, viele, viele Cheater. Und dann gibt es aber gefühlt nochmal einen doppelt so großen Haufen an nicht vorhandenen Cheatern, aber über die sich jeder aufregt. Also einfach Legits, die einen halt dominieren und man sagt, der hat an, dabei spielt er legit. Und das macht die Cheater-Problematik halt noch schlimmer, weil du den echten Haufen hast, der wirklich kacke ist. Valve muss dringend was machen, dazu kommen wir auch gleich noch. Du hast aber auch den Haufen, der eingebildet ist. Noch obendrauf. Jeder macht mal Luckshots. Auch in einem Spiel kann das passieren, dass man mehrere Luckshots macht. Durch Wände, durch Smokes und so weiter und so fort. Das kann passieren. Zwei kleine Mini-Beispiele von mir. Einmal das hier. Gucken, was da reinkommt. Was? Nummer 1. Hat's aber nicht geschafft. Sowas passiert natürlich eher selten. Aber nichtsdestotrotz hagelt es in diesen Beispielen auch direkt halt die Cheater-Vorwürfe von den Gegnern. Der hat an. Natürlich hat er an. Warum sollte der einfach durch die Wand schießen und mich killen? Ich hab's halt einfach gemacht und es ist geglückt. Ich bin auch ganz oft bei Banane oben und schieß halt durch die Mauer. Da kriege ich von meinen Zuschauern meistens schon so ein bisschen das Fett weg. Von wegen, hör doch auf, so unnötig da durchzuschießen. Es bringt doch fast nichts. Und dann kommen halt trotzdem manchmal die Runden. Da schieße ich einmal durch und treffe einen Gegner in den Kopf und sag, hui! Und schießt direkt nochmal und trefft den nächsten in die Rübe. Doppelhui. Habe ich deswegen an? Nein. Es gibt zig Beispiele, die ich in dem Fall nennen könnte für wirklich massiv cheathaftes Verhalten von Legits. Ich spiele Counter-Strike jetzt seit 20 Jahren und habe halt auch schon extrem viel gesehen und würde behaupten, dass ich dann über diese Zeit halt auch so ein bisschen ein Feeling zumindest dafür entwickelt habe, ein bisschen, was halt möglich ist und was nicht. Und vieles ist halt nun mal einfach möglich. Maxim zeigt hier übrigens halt einfach nochmal einen blatant Cheater. Und hier geht es aber auch gleichzeitig wirklich um den Ausdruck blatant. Also zu Deutsch offensichtlich. Er bringt hier ein Beispiel von einem wirklich offensichtlichen Cheater. So. Na, der Rage komplett rein. Bunny Hop, Babaldabab, das ist einer, der ganz klar anhat. Die Cheat-Beschuldigung, die ich am meisten höre, ist, ja, der hat Wallhack oder Radarhack oder sowas. Weil das ja wiederum, in Theorie könnte jeder einzelne Spieler der Welt Radarhack oder Wallhack anhaben. Und du kannst es ja nicht richtig beweisen. Vor allem, wenn jemand mit guter Intuition gegen jemanden ohne gute Intuition spielt, dann wirkt eben derjenige, der die gute Intuition, also Spielintuition hat, wie jemand, der halt einfach anhat. Aber wenn du das Spiel eben seit 5 oder 10, 15 oder 20 Jahren extrem oft spielst, dann nehme ich mich aus der Gleichung raus, weil ich habe es zwar so lange schon gespielt, aber sicherlich nie so exzessiv. Und wenn du es oft spielst, dann hast du natürlich irgendwann ein Feeling für Timing in dem Spiel. Wann, wer wo steht oder stehen könnte. Und du hast auch direkt im Kopf die Wahrscheinlichkeiten, wann, wo, wer stehen könnte. Deswegen sind auch diese typischen Pre-Aiming-Spots halt die Spots, wo man meistens sofort in die Fresse bekommt, wenn du auf einer hohen Elo spielst. Du guckst um die Ecke und bist tot, weil das halt ein Punkt ist, der abgeaimt wird. Und für jemanden, der nicht so erfahren ist, der sieht halt nur den Instant-Headshot und denkt sich, wie kann der Gegner wissen, wo ich stand, oh mein Gott, und dass ich da gerade in dem Moment stand. Dabei steht der Gegner die ganze Zeit so da. Und sobald einer kommt, aber ja, kommen wir nochmal kurz auf diese Radar-Hack und Wall-Hack-Sache zurück. In Theorie könnte das jeder anhaben. Ich könnte das anhaben, ihr könntet das anhaben. Das bemerkt ja dann so an sich keiner, vor allem wenn es ein Radar-Hack ist oder wäre. Da siehst du halt einfach nur, wo die Feinde stehen und weißt halt, wo die Feinde stehen. Ein absolut unfairer Vorteil, den man wiederum, wie gesagt, mit Erfahrung sowieso mehr oder weniger hat. Jeder gute Spieler weiß plus minus, wo ungefähr, wann die Gegner stehen werden. Zumindest am Anfang des Spiels. Wenn es dann später in so eine etwas hektischere Phase geht, klar, dann ist es auch nicht zu einem großen Teil random, da ist dann auch viel mit Wissen und Können eben rauszulesen, wer wohin verschiebt und so weiter und so fort. Aber ja, da ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und in diesem Zusammenhang kommt natürlich ganz schnell dann die Frage auf, was macht Valve überhaupt gegen die Cheater? Beziehungsweise die Aussage, die machen ja sowieso nichts. So, overall hat Valve ja drei Dinge dafür. Also einmal WAG, dann WAGnet und halt das Trust-Factor-System. Das Trust-Factor-System funktioniert für die, die halt einen sehr guten Trust-Factor haben, sehr, sehr gut. Maxim sagt das selbst bei sich auch, er hat halt einfach keine Cheater bei sich in den Spielen. Er geht davon aus, dass es halt an seinem Trust-Factor liegt. Und wahrscheinlich auch ein bisschen an der Einstellung. Da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz zum Ende dann hin. Zu WAGnet und WAG gibt es nicht allzu viel zu sagen. WAG gibt es ja schon ewig und WAG
Wagnet ist eigentlich auch schon seit vielen, vielen Jahren in der Mache. Wag Live ist, glaube ich, einfach nur ein Ableger dann von Wag, nehme ich an, so wie auch Wagnet eigentlich auch. Das halt dafür sorgt, dass live Leute gebannt werden können. Das ist auch wohl schon in der Vergangenheit des Öfteren passiert und nicht nur bei Fake-Bans, beziehungsweise False-Bans, meine ich, also Bans, die gar nicht verdient sind, wie zum Beispiel die Nvidia-Geschichte, die gerade vor kurzem war. Man wurde ja gebannt, wenn man einen gewissen Treiber hatte und da irgendwas aktiviert hatte. Die Leute wurden aber, glaube ich, auch wieder alle entbannt. Dann gab es einmal die Bann-Wave wegen AMD, ich glaube auch Treibern, und auch irgendwann mal wegen Windows 7 8.1 so irgendwie. Da konnte man wohl auch gebannt werden, wenn man das noch nutzt. Das ist natürlich richtig dämlich, wenn sowas passiert. Das geht einfach komplett in die falsche Richtung. Es ist halt blöd. Immerhin werden diese Bans dann rückgängig gemacht. Was ich aber noch ganz kurz einbinden möchte. Viele sagen, es würde niemand gebannt werden. Das ist so natürlich nicht richtig. Cheater werden nach wie vor durchgehend gebannt. Du kannst hier zum Beispiel bei Convars oder wie es heißt hier, da kannst du für jeden Tag reinschauen, wie viele Game- und WAG-Bans es gibt. Also wann, wie viele Leute gebannt wurden. Und du kannst hier sehen, dass jeden Tag Leute gebannt werden. Zwar nicht viele, ja, das ist richtig. Aber die Aussage, dass halt überhaupt niemand gebannt wird, ist halt schon mal blatant falsch. Sehr viele User, und dazu zähle ich mich auch, hätten auch gerne wieder Overwatch zurück. Es war echt ein cooler Modus, um halt einfach den Cheatern auf die Finger zu hauen. Und es hat einem auch gleichzeitig so einen kleinen Boost gegeben. Wenn du halt da vor dich hingewurschtelt hast und 2-3 Tage später kommt die Nachricht, hey, der Bann ist durchgegangen, hier sind deine XP. Das war einfach overall eine geile Sache. Natürlich auch für Content, aber auch so vom Feeling her, dass man selbst was gegen die Cheater unternehmen konnte oder kann. Das war schon nice. Das ist noch so ein vierter Punkt gewesen, wie eben Volvo gegen Cheater gearbeitet hat. So overall sollten wir aber nicht damit rechnen, dass vor allem in irgendwelchen Update-News Dinge plötzlich erscheinen, was gerade aktuell gegen Cheater gemacht wird. Weil dieses gesamte Spiel, du musst den Cheatern immer einen Schritt voraus sein, sie wollen immer einen Schritt voraus sein und so weiter und so fort. Das baut eben auf Verschwiegenheit auf. Also es ist im besten Fall so, dass vor allem die Cheater auf keinen Fall wissen, was gerade passiert. Das ist in die andere Richtung ja genauso. Die Cheat-Hersteller und so weiter versuchen sich auch abzukapseln und wollen das nicht öffentlich machen. Übrigens, wir machen das so und so und klinken uns über diese und jene Wege bei euch ein, weil die dann halt auch dementsprechend gecuttet werden könnten, diese Verbindungsstränge. Und so arbeiten beide, Cheat-Hersteller und Anti-Cheat-Hersteller, im Geheimen gegeneinander. Es ist auf jeden Fall kein richtiger Weg, in der Update-News zu sagen, übrigens, wir haben mal wieder was am Anti-Cheat gemacht, haha. Alleine das ist eigentlich schon Information zu viel, weil dann wiederum die Hersteller halt auf Nummer sicher gehen könnten und halt irgendwie was anderes dann machen. Keine Ahnung, ein Update hinterher schieben oder sowas, dass sich irgendwie was verändert. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau das, dieses Missverständnis und Misstrauen der User gegenüber Valve und seiner Anti-Cheat-Maßnahmen überhaupt erst aufbringt, weil man halt nichts davon mitkriegt. Aber das ist halt auch der Gedanke dahinter. So ein bisschen wie bei der Polizei, wenn du irgendwo einen Fall hast, an dem du arbeitest, dann kannst du ja auch nicht einfach nach außen halt alles Mögliche sagen. Übrigens, wir haben diese und jene Beweismittel schon gesammelt und so, weil die Täter dann halt einfach irgendwelche Maßnahmen ergreifen könnten, um es noch besser zu verschleiern, das Geschehen. Das ist einfach ein Punkt, den man, ich denke, schnellstmöglich aus den eigenen Gedanken entfernen sollte. So von wegen, oh, hoffentlich steht in der nächsten Update-News irgendwas Krasses mit dem Anti-Cheat drin. Zu guter Letzt haue ich noch den Gedankenanstoß raus, den ich auch bei diesen Der Cheat in deinem Kopf-Videos jedes Mal eigentlich rausdrücke. Wichtig ist euer Mindset diesbezüglich. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele sehr nervige, echte Cheater. Es gibt leider auch sehr, sehr viele imaginäre Cheater, Legends, denen man halt das Cheaten vorwirft, die aber gar nicht cheaten, und damit macht man sich sein eigenes Spiel kaputt. Sein eigenes Mindset wird dadurch vergiftet und man hat dann einfach keinen Spaß an einem Spiel, das eigentlich Spaß machen sollte. Darum sollte man gerade in Fällen, wo man sich überhaupt nicht sicher sein kann, ob jetzt jemand anhat oder nicht, hat der Radarhack oder sonst was, also wenn es kein blatant Cheater ist, der fliegt mit einem Raketenwerfer in der Hand, sondern wenn man einfach irgendwelche Shots frisst und man sich denkt, nee, man sollte dann lieber von dem Gedanken ausgehen, der einem Wohlbefinden gibt. Und wenn ich glaube, dass ich ständig gegen Cheater spiele, dann versaue ich mir ja selbst den Spaß am Spiel. Darum sollte ich in Fällen, wo ich mir nicht sicher sein kann, und ich behaupte einfach mal, dass das bei sehr, sehr vielen so ist, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dann sollte ich eben halt von dem Punkt ausgehen, der für mich besser ist. Mr. Maxim sagt hier ganz am Ende Ähnliches, und zwar Folgendes. And if you ask me, I only hope that you focus on things that make you feel better in the end. Peace. Denn am Ende verbringst du damit deine Freizeit, die wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie riesig ist, also dein Freizeitberg. Die meisten gehen arbeiten und kommen dann nach Hause und müssen sich um den Haushalt kümmern, trainieren dann noch und so weiter und so fort. Und wenn dann der Punkt kommt, am Abend oder in der Nacht oder am Wochenende, wo man sagt, oh, jetzt zocke ich ein bisschen was, ist es wirklich nicht ratsam, die Rattermaschine da oben anzuschalten und zu überlegen, oh, könnte der vielleicht anhaben? Ich guck mal ganz kurz über die Profile, oh nein, wie sieht der denn aus? Wir haben in unseren Viewer Games
gerade weil wir alle möglichen Elos bespielen, Elen, und auch auf allen möglichen Trust-Faktoren spielen, immer mal wieder Gegner, da sehen die Accounts grausig aus. Aber es ist halt einfach ein normales Spiel, es geht gut durch. Mitunter gewinnen wir und alles ist gut, wenn wir verlieren, ist auch alles gut. Es gibt dann natürlich gerade, wenn man auf die Mütze bekommt, den einen oder anderen, der halt dann unbedingt nachgucken muss. Und dann heißt es immer, ja, der Account, wer dann? Und dann ist es aber doch ein normales Spiel, ohne dass der irgendwie heraussticht oder sowas. Abschließende Worte von mir. Ich möchte hier auch nicht großartig darüber urteilen, wie halt die Cheat-Maßnahmen von Valve sind. Ich sage nur, dass aus meiner Sicht heraus der Trust-Faktor sehr gut funktioniert für mich und auch in unseren Viewer-Games alles ganz gut läuft. Wir haben vor kurzem jemanden dabei gehabt, der zu dem Zeitpunkt noch einen gelben Trust-Faktor hatte. Das einzige Negative, was wir daran gespürt haben, war, dass wir länger gesucht haben. Und dann ging es aber und dann waren die Spiele auch clean. Ich hoffe ganz fest, dass Valve sich in der Hinsicht auch weiterentwickelt und auch tolle neue Updates bringt, von denen wir nicht viel mitbekommen, die aber im Hintergrund arbeiten und uns das Spielerleben erleichtern. Und ich hoffe für euch und für dich, dass du dich vom Kopf her nicht so zermarterst, was diese Cheater-Problematik angeht. Und dass du dir vielleicht in manchen Momenten denkst, hey, da ich mir nicht sicher sein kann, ob er anhat oder nicht, weil das halt einfach irgendwelche normalen Shots sind oder auch unnormale Shots sind, die mir aber auch gelingen könnten oder die guten Spielern gelingen könnten, ja, darum nehme ich jetzt erstmal diesen negativen Gedanken raus und spiele einfach und habe mit meinen Kumpels eine gute Zeit und presse gut rein und reg mich lieber über andere Sachen auf, die tatsächlich greifbar sind, also die, wo ich 100% weiß, das ist jetzt wirklich scheiße. Ein Auto steht auf meinem Fuß, aua. Und natürlich möchte ich die gesamte Cheater-Problematik auch auf keinen Fall kleinreden. Ich sag's jedes Mal dazu, trotzdem wird es mir immer unterstellt, es hieß sogar schon, ich wäre ein Cheater und würde mit diesem Gedanken das ja nur unterstützen, dass man die Cheater ja in Ruhe cheaten lassen sollte. Wer so denkt, hat das Video halt einfach nicht verstanden. Das Cheat-Problem ist vorhanden und es gibt sehr, sehr viele Cheater, die absolut abfacken und die vielen, vielen Leuten das Spiel komplett zerstören. Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass es einen sehr, sehr großen Cheaterhaufen gibt, der ausschließlich hier in der Rübe besteht. Und da der andere ja schon so nervig ist, der echte, die ganzen Affen, da kann man eigentlich die hier oben entfernen. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, um auf andere Gedanken zu kommen? Ein schönes Giveaway. So, Dulle, und zwar gibt es für euch diese Farmers Rapid Eye Movement zu gewinnen. Schreibt mir dazu einfach noch folgende Info in euren Kommentar hinzu, und zwar, wie oft reportest du Gegner? So in der Woche, sag ich mal. Also wenn du wöchentlich spielst, wie viele Reports haust du da so circa raus? Wenn man sich diesbezüglich beteiligt, ist man automatisch mit im Giveaway dabei. Und natürlich lösen wir noch geschwind ein Giveaway auf. Es gab vor kurzem diese Dual Berettas Melon-Rama für euch zu gewinnen. Ihr musstet hierfür nur in euren Kommentar hinzufügen, ob ihr schon mal in einem Singleplayer-Game gecheatet habt. Und dafür habe ich auch schon wieder alles vorbereitet. Get YouTube Comments, vielen Dank für 114! Also dreistellig ist bei uns echt insane. Vielen, vielen Dank dafür. Kuss geht raus. Wir snacken uns den gewinnenden Kommentar. Ich bin voll im Weg, warte. So. Ja, hab ich in früheren GTA-Teilen, war das ja gefühlt normal. Ein KDE. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner YouTube-Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzu. Auch jemand, der aktiv hochlädt. Nice. Das war's dann wieder. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich stream dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Vielen, vielen Dank nochmal für die Kommentare, für die Likes und so weiter und so fort. Sehr, sehr geil. Und natürlich hier nochmal ein großes Willkommen an alle Neuen. Wir haben nach wie vor ein echt sweetes Wachstum durch CS2, durch die Update-Videos und so weiter und so fort. Schön, dass ihr da seid. Ja, bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.